Tag 2, also Tag 1, ohne Haare waschen, mit Haarpflegeprodukten. Tag 1, Tag 2 generell des Versuches. Ich habe heute Sport gemacht und habe auch ein bisschen geschwitzt dabei. Ne? Das macht man, wenn man Sport macht, vor allem wenn man ihn draußen macht, wo es einigermaßen warm ist. Ich überlege, morgen wieder Sport zu machen. Ich bin nämlich drauf gekommen, ich habe keine Kondition mehr. Das ist schade eigentlich, weil ich ganz gut sprinten und Ausdauer laufen könnte. Könnte. Ja, ich möchte einfach sehen, wie sich das auf die Haare mehr oder weniger ein bisschen auswirkt. Ich muss sagen, bisher, ich muss kurz die Hand wechseln, bisher ist noch nicht wirklich was. Also man sieht nichts, dass es irgendwie, irgendwie verklebt wäre oder so. Und ja, sonst fühlen sie sich auch immer noch ganz weich an, so wie sie sich halt anfühlen sollten. Sie sind auch noch nicht fettig, man fühlt gar nichts, Hand ist nicht fettig, Haare auch nicht, glänzen sogar noch ganz normal. Oh, ja, sie fühlen sich auch nicht irgendwie trocken oder salzig an, so wie man es manchmal hat, wenn man extrem geschwitzt hat, sich dann die Haut ein bisschen trocken, ein bisschen salzig oder so anfühlt, ne? Kennt man ja, oder auch wenn man im Meerwasser war. Das ist da ja dann ganz normal. Ja, wie gesagt, noch ganz normal. Jetzt werde ich duschen, werde mich waschen ohne Shampoo, ohne andere Haarpflegeprodukte, ohne Essig, ohne was auch immer man nehmen kann, um sich die Haare zu spülen, zu waschen, was auch immer. Ja, wie gesagt, ja, ich werde mich jetzt duschen. Dann werden wir sehen. Nach dem Duschen, glaube ich, brauche ich kein Statement mehr. Das ist eigentlich alles, was ich sagen möchte. Ja, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was euch dazu einfällt. Habt ihr vielleicht Erfahrungen mit dem Ganzen? Das möchte ich auf jeden Fall wissen. Habt ihr vielleicht Tipps, die man so beachten kann? Habt ihr vielleicht irgendwas vorzuschlagen, was ich machen könnte, was ich ausprobieren könnte? Ich werde auf jeden Fall mal schwimmen gehen, damit ich weiß, wie sich das auswirkt. Ja. Und in nächster Zeit werde ich dann noch mehrere Update-Videos machen zu dem Ganzen, wo ich ein bisschen über die ganze Vorgeschichte und so rede, von dem Ganzen, was ich so vorhabe. Und über meine Pläne, was nicht alles. Also, damit nicht alle Videos gleich sind, ne? Gut, dann sehen wir uns schon beim nächsten Mal. Tschüssi.